Wenn du jetzt gerade Zahnschmerzen hast, dann soll dir dieses Video dabei helfen, diese zu lindern, davon loszukommen oder den richtigen Weg zum richtigen Zeitpunkt zum Zahnarzt zu finden. Also bleib gerne dran bei dieser neuen Folge von Der Zahnfilm. Zahnschmerzen gehören zweifelsohne zu den schlimmsten Schmerzen, die so bei Menschen beschrieben werden, und alle, die das schon mal ertragen mussten, erzählen davon ziemlich ergreifend. Deswegen ist es uns in der Praxis ein großes Anliegen, natürlich dafür zu sorgen, unsere Patienten vor diesen Schmerzen zu bewahren und ihnen dabei zu helfen, diese loszuwerden, wenn es wirklich im Ausnahmefall dazu kommt. Und wenn du jemand bist, der jetzt gerade Zahnschmerzen hat, dann möchte ich dir hier gerne erklären, in welche Kategorie du fällst, wie du dir selbst helfen kannst für eine bestimmte Zeit oder zum Beispiel über die Nacht oder über das Wochenende oder beziehungsweise wann du wirklich den Arzt, Zahnarzt oder Notdienst aufsuchen musst. Wir unterscheiden mal hier in verschiedene Kategorien. Zum einen zahnbezogene Ursachen, dann Ursachen, die in der Umgebung des Zahnes liegen und in Ursachen, die angrenzende Strukturen beinhalten, die etwas weiter weg von den eigentlichen Zähnen liegen. All das umfasst ja das Behandlungsfeld, das Tätigkeitsfeld des Zahnarztes und ist deswegen hier unbedingt erwähnenswert, weil Patienten oftmals wirklich im gesamten Mundraum und sogar beim Kiefergelenk, Kieferhöhle, jetzt habe ich schon ein paar Sachen angesprochen, eben dann auch von Zahnschmerzen berichten, die sich eben auch überlagern können. Starten wir mal mit dem häufigsten Grund für Zahnschmerzen, zweifelsohne die Karies. Also du hast einen Zahn, wenn du mal in den Spiegel schaust und den Mund weit aufmachst, am besten bei hellem Licht, und siehst dort, dass dort ein Loch ist oder ein großer Defekt. Vielleicht hast du auch eine Inlay oder eine Füllung verloren und es zieht eben, wenn heißes, kaltes an den Zahn herankommt. Dann ist der Zahn eben empfindlich und wenn es ein Dauerschmerz wird, dann spricht man von einer sogenannten Pulpitis, einer Entzündung des Inneren des Zahnes, des Zahnmarks, auch Pulpitis genannt. Und diese Pulpitis ist entweder am Anfang noch reversibel, wenn du zum Beispiel den Reiz nur verspürst bei kaltem oder heißen. Und wenn es ein Dauerschmerz wird, dann ist sie irreversibel und kann meistens nur durch eine Zahnarztbehandlung oder durch eine Wurzelkanalbehandlung tatsächlich behoben werden. Und die andere Situation kann sein, dass dein Zahn im Prinzip gesund ist, vielleicht sogar überkront oder eine abgelaufene Behandlung war mal sehr tief und die Füllung ist eigentlich intakt und du merkst trotzdem hier unten an der Wurzelspitze, dass dort sich ein Unwohl einstellt, dass der Zahn so etwas perkussionsempfindlich ist, sagen wir, also klopfempfindlich und dass er sich vielleicht sogar abhebt, indem, wenn du zubeißt, du spürst, dass der Zahn länger ist. Dann sprechen wir von einem toten Zahn, der avital ist. Und im Regelfall diese Schmerzen daherkommen, dass eine Wurzelspitzenentzündung entstanden ist hier unten oder eben hier oben. Und du den Schmerz dann eher nicht direkt an der Zahnkrone im Inneren des Mundes wahrnimmst, sondern mehr an der Wurzelspitze in der Region des Zahnfleisches. Und das kann auch zu Schwellungen führen. Am Anfang meistens dezent, etwas druckempfindlich, wie eben beschrieben. Dann wird es manchmal mehr, ein sogenanntes Infiltrat. Das heißt, es bläht sich so ein bisschen auf, ist noch nicht mit Eiter gefüllt. Und wenn das Ganze noch weiter geht und die Beschwerden sogar weniger werden, aber dafür wird das Ganze dick, dann sprechen wir von einem sogenannten Abszess, einem submukösen Abszess. Und das ist der Grund, in dem du unbedingt zum Zahnarzt gehen musst, weil dieser Eiter eben raus muss. Das muss entlastet werden, damit das Ganze sich nicht in die Logen und in die anderen tiefer liegenden Gebiete deines Halses oder deines Schädels ausbreitet. Gehen wir mal über zu den, bezogen auf umgebende Gewebe befindlichen Strukturen, also Gewebe, die den Zahn umgeben. Und da kann es natürlich auch sein, dass hier Beschwerden entstehen. Und zum Beispiel durch Zahnfleischentzündung, das kann durch eine schwierige Pflegemöglichkeit sein oder durch offene Kontaktpunkte zwischen den Zähnen, zum Beispiel, dass sich da immer Essen reinpresst, wir nennen das Food Impaction, und das Ganze dann permanent so das Fleischfaser dort drin hängt und irgendwo irgendwann dann dafür sorgt, dass dort eine akute Zahnfleischentzündung mit Schmerzen und Schwellungen entsteht.
Und wenn du da rankommst, dann merkst du auch, dass das wehtut und das fängt auch leicht an zu bluten, vielleicht auch schon beim Zähneputzen. Was wir da machen können, erkläre ich dir gleich. Der tiefere Fall wäre, wenn sich diese Entzündung einfach dauerhaft dort niederschlägt und das Ganze von der Zahnfleischentzündung dann auf die Entzündung des Zahnbettes, des Parodonts geht und wir dann von einer Parodontitis sprechen. Diese kann dort nur lokal sein, sie kann aber auch generell sein. Ist zwar eine chronische Entzündung, kann aber auch mal aufflammen und dann ein akutes Stadium erreichen mit starken Beschwerden, auch wenn Zähne locker sind und das Ganze eben dann so wehtut, dass du spürst, es geht wirklich nicht mehr. Das Ganze kann sich in ähnlicher Form im Sonderfall auch bei Weisheitszähnen darstellen, zum Beispiel wenn diese ja eben nicht entfernt wurden, obwohl die Empfehlung war, im jugendlichen Alter zum Beispiel und die Weisheitszähne dann im hinteren Bereich nur so ein bisschen mit der Kuppe durch das Zahnfleisch schauen und sich dort diese Taschen bilden, dann kann das Gleiche wie eine Zahnfleischentzündung am normalen Zahn, auch am Weisheitszahn auftreten, auch mit tieferer Tasche, auch mit Schwellung und so weiter. Und der vierte Punkt, das wäre die Periimplantitis, also die Entzündung des Gewebes rund um ein Implantat. Das ist oftmals vom Gefühl zu spüren, jedoch häufig weniger mit Schmerzen, weil der Zahn eben mit Nerven versorgt ist, auch im Parodont, wo er aufgehangen ist im Knochenfach, während das Implantat komplett starr in den Knochen verwachsen ist und ohne Nervenendigungen ist, so dass es nicht wehtun kann und auch diese Gewebe dann erst sich bemerkbar machen, wirklich mit Schmerzen, wenn das Ganze schon recht ausgedehnt ist oder wirklich zu Spannungen kommt. Angrenzende Strukturen, die auch noch Beschwerden verursachen können. Ich habe hier mal die Druckstellen bei Zahnersatz aufgeschrieben. Es gibt zunehmend weniger Patienten, die Zahnersatz haben, der auf Schleimhaut gelagert ist, also herausnehmbaren Zahnersatz, zum Beispiel ohne Zähne oder vorübergehenden Zahnersatz, der herausnehmbar ist. Es gibt dann diese Form von Kombinationszahnersatz, zum Beispiel Teleskopen. Da haben wir sehr selten wirklich Druckstellen. Kann höchstens mal sein, wenn sich was drunter gesetzt hat und trotzdem der Zahnersatz reingedrückt wurde, dann gegessen wurde. Also Druckstellen bei Zahnersatz, die meisten Patienten, die sowas haben, kommen recht fokussiert und sagen, ich habe wieder meine Druckstelle, dann wird das Ganze kontrolliert, der Kunststoff dort etwas reduziert und poliert und anschließend geht das Ganze recht schnell zurück. Kiefergelenk und Kieferhöhle hatte ich eben schon erwähnt, als umgebende Strukturen des Mundraums und in der Tat ist das Ganze dann schon überlagernd, das kann mit den Zähnen zu tun haben, direkt oder indirekt. Kieferhöhle auf jeden Fall auch indirekter schon, indem sich zum Beispiel, wie eben schon erwähnt, eine Wurzelspitzenentzündung eines Zahnes auf das Innere der Kieferhöhle legt und damit dazu beiträgt, dass dort zum Beispiel eine einseitige Kieferhöhlenentzündung entsteht. Also, wenn du eine einseitige Kieferhöhlenentzündung hast, dann spricht das eher für ein zahnbezogenes Problem. Wenn es beidseits vorhanden ist, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es ein zahnbezogenes Problem gibt. Kiefergelenk. Hier berichten Patienten auch von sehr starken Problemen. Es sind zum Glück sehr seltene Fälle und trotzdem sind sie sehr schwer zu behandeln. Oftmals verbunden mit Stress und mit schwierigen Zahnstellungen, Funktionsstörungen schon früher. Und das Ganze sollte genau diagnostiziert werden, um dir die Möglichkeit zu geben, diese Beschwerden wieder loszuwerden. Und damit gehen wir auch direkt dann rein in das Thema, was kann ich persönlich tun, um die Beschwerden loszuwerden und wann sollte ich den Zahnarzt aufsuchen. Also wir gehen mal davon aus, häufig ist es tatsächlich so, dass du gerade abends zur Ruhe kommst und dann die Beschwerden merkst. Dann steht dir die Nacht bevor. Oder noch blöder, sage ich mal jetzt ganz einfach so, wir kennen das alle von unseren Kindern oder uns selbst, es ist Freitagnachmittag und es entwickelt sich ein gesundheitliches Problem. Wann ist es wichtig, jetzt wirklich den Zahnarzt, Arzt aufzusuchen oder den Notdienst? Das wollen wir hier klären und ich möchte dir auch noch erklären, welche häuslichen Maßnahmen du anwenden kannst, um dir zu helfen, zumindest vorübergehend. Also, Zahnfleischentzündungen sind eigentlich das geringste Problem. Es kann natürlich sein, dass es auch starke Beschwerden verursacht und dann musst du entsprechende Schmerzen entscheiden, wann du zum Zahnarzt gehst.
Aber wenn das Ganze erstmal auftritt, so ein, zwei Tage, so ein bisschen, und du merkst, ein bisschen Hudelei, ich überleg mal, dann mach dir Hausmittel, mal ein Salbei oder ein Kamillentee, und trink den mal schön, spüle auch mal oder gurgel mal damit so 30 bis 60 Sekunden, und das wiederholst du mal am Tag zwei, drei Mal. Dann wirst du spüren, dass sich das Ganze normalerweise ganz gut auf dein Zahnfleisch legt und auch etwas lindernd auswirkt. Und die Blutung wird dadurch nicht unbedingt sofort zurückgehen, wenn du eine hast, aber das Ganze sollte zumindest oberflächlich einen gewissen Effekt haben. Wenn du spürst, dass irgendwas zwischen den Zähnen drin hängt, dann rate ich dir auf jeden Fall dazu, eine intensive Zahnreinigung zu machen, häuslich. Ja. Also schön Zähne putzen, nochmal spülen, zum Beispiel mit dem Tee. Dann auch nochmal richtig gründlich mit Zahnseide reinigen. Und wenn du nur klassische Zahnseide da hast, dann mach gerne mal einen Knoten dort rein und zieh, indem du da in den Zwischenraum gehst, das Ganze dann mal zu einer Seite raus, um wirklich diese Essensreste oder Fleischfasern, wie auch immer, Kaugummi aus diesen Zahnzwischenräumen zu entfernen. Denn dann wird dieser Bereich frei und du kannst zusätzlich nochmal dann spülen. Ja. Wenn du was Medizinischeres nutzen möchtest zum Spülen, dann hol dir Chlorhexamet 0,2% aus der Apotheke. Das ist dann schon ein Medizinprodukt und hilft bei akuten Situationen nochmal eher als ein, ja, häusliches Mittel oder ein biologischer Tee, dir dort ja eine Besserung zu geben. Schwieriger ist das Ganze ja natürlich noch bei wirklich klassischen Zahnschmerzen jetzt. Also bei einem Loch, wie eben erwähnt, wir sagen Kavität dazu, oder wenn du wirklich einen stark druckempfindlichen, überempfindlichen Zahn hast, der auf Kälte reagiert und permanent dich von den Schmerzen nicht loslässt, dann helfen Schmerzmittel. Es ist wirklich so, dass Paracetamol recht selten bei Erwachsenen eine wirklich gute Wirkung erzielt bei akuten Beschwerden diesbezüglich. Es ist trotzdem zu empfehlen bei Kindern, bei Schwangeren und bei leichteren Beschwerden. Nimm ruhig eine oder zwei Paracetamol und schau, ob du damit eine Linderung zum Beispiel über die Nacht erfährst. Fang auch ruhig damit an, wenn du das da hast. Ibuprofen 400 ist der Klassiker der Medikamente zur Anwendung bei Zahnschmerzen. Wenn du sowas zu Hause hast, hat fast jeder in der eigenen Apotheke. Du bekommst es ja auch rezeptfrei in der Apotheke. Dann nimm das ruhig ein. Die Höchstdosis liegt bei 2000 bis 2400 Einheiten pro Tag. Das heißt also, du kannst auch bei Ibu 400 mal gleich zwei nehmen, dann bist du bei 800 Einheiten. Ist so ein kleiner Tipp. Und dann schaust du mal, dass du gut über die Nacht kommst, vielleicht auch über das Wochenende. Danach, wenn die Beschwerden bleiben, wirklich zum Zahnarzt gehen, die Behandlung anstreben. Es gibt natürlich noch andere ja, Medikamente, die helfen können. Die möchte ich hier jetzt ungern aufzählen, weil sie auch dazu führen können, dass sie dich verunsichern. Denn es gibt sehr viele spezielle Schmerzmittel, die sehr unterschiedlich auch wirken, teilweise eine sehr starke Wirkung gegen Schmerzen haben, jedoch alle verschreibungspflichtig sind. Und natürlich wirst du wissen, wenn du da irgendwelche Beschwerden selbst hast oder was in deinem eigenen Arzneischrank hast, dass du das mal nehmen darfst oder nimmst. Das überlasse ich dann gerne dir, und da sollte man ja hier an dieser Stelle auch sagen, okay, das Video ist mehr für die Allgemeinheit gedacht. Also sei vorsichtig, wenn du sowas dann einnimmst. Diese zwei Mittel an Medikamenten, die ich eben erwähnt habe, sind die Klassiker, und wenn das nicht mehr aushilft, dann sowieso Zahnarzt aufsuchen. Und Zahnarzt natürlich unbedingt aufsuchen, wie ich eben schon erwähnt habe, wenn es irgendein Problem gibt mit Zahnersatz. Fang nicht dort an, selbst rumzufeilen. Du verlierst die Garantie darauf. Du machst unter Umständen den mehrere tausend Euro hochwertigen Zahnersatz defekt. Und es gibt auch den Fall, dass Zahnärzte dann gar nicht mehr an diesen Zahnersatz herangehen. Also Vorsicht, auch aus forensischer, juristischer Sicht. Fang auf keinen Fall an, an neuem Zahnersatz irgendwelche Sachen zu machen. Das noch viel weniger als sonst schon, denn dann verlierst du deine volle Garantieleistung in diesem Moment. Absoluter Tipp, sofort zum Zahnarzt, wenn es eine Schwellung gibt. Also, wenn das Ganze von außen sichtbar ist, dass die Gesichtszüge hier schon verzogen sind und man wirklich so eine Schwellung entwickelt, dann handelt es sich in den meisten Fällen mindestens um ein Infiltrat, wenn nicht um ein Abszess.
Und wenn du dann spürst, dass du selbst auch schon nicht mehr so gut drauf bist oder Schluckbeschwerden hast, ja, auch zum Beispiel beim Weisheitszahn mit Schluckbeschwerden, dann ist es absolute Indikation, Arzt aufsuchen, Zahnarzt aufsuchen, Notdienst aufsuchen. Muss nicht gleich in der Nacht sein, dass es sofort losgeht, wenn du es gerade bemerkt hast, aber wirklich dann in der nächsten, ultimativ nächsten Chance, dann direkt einen, ja, Zahnarzt kontaktieren, um dir helfen zu lassen. Das war eine ganze Menge Tipps und ich glaube, ich habe jetzt schon nur wieder im Kopf, dass ich eine Sache vergessen habe hier, nämlich bei den zahnbezogenen Sachen, die freiliegenden Zahnhälse, die können nämlich tatsächlich auch sehr empfindlich sein durch zu invasive Putztechnik. Ja, das wollte ich gerne noch ergänzen. Tut mir leid. Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem etwas helfen. Wenn du hier Fragen hast, dann schreib mir gerne in den Kommentaren und bestimmt hat der eine oder andere von euch auch noch weitere Tipps, die er mal ja, hier beitragen kann von Erfahrungen, die er gemacht hat in seinem Leben bei Zahnschmerzen. Dann schreibt uns hier gerne, um diesen Kanal zu beleben und auch anderen Patienten zu helfen. Denn dazu soll es hier dienen. Wir wollen dir die bestmögliche Hilfe geben bei Zahnschmerzen. Ich freue mich aufs nächste Video. Danke für deine Aufmerksamkeit. Gib uns gerne ein Like. Bis zum nächsten Mal. Dein Dr. Christian Schubert.